Hallo Freunde der Sonne. So, und wie ihr seht, hat der Frenkel hier endlich sein gelbes Fragezeichen. Nach gefühlten 5 Jahren haben wir dann auch die Quest jetzt fertig. Ich glaube, meine Werft wird jetzt mich auf Stufe 3 ausgebaut. Und dazu müsst ihr Folgendes machen. Nummer 1, ihr müsst 2500 Garnison-Ressourcen haben. Habe ich. Des Weiteren müsst ihr haben... was war das denn? Ah ja, 2500 Gold, das habe ich sowieso. Und 25 von diesen Missionen. Diese Schatzmissionen. Und nicht wie ich gedacht habe, es zählen alle, nee. Darum hat es auch ein bisschen gedauert. Ich habe nicht immer alle und habe mich gewundert, dass er nicht weiter gezählt hat, bis mir aufgefallen ist, dass immer die hier zählt. Also habe ich mich jetzt die ganze Zeit auf die hier konzentriert. Und muss jetzt, wenn wir das erledigt haben, wenn ich die jetzt gleich abgegeben habe, werde ich mich auf die hier konzentrieren. Das sind nämlich die, die uns weiter mit der legendären Quest bringen. So, das heißt, wir geben das jetzt erstmal ab bei dem Frenkel. Toll, wir kriegen Träger. Ich dachte, ich kann jetzt endlich auf 3. Mögen die Vorfahren. Ach doch, aber da steht jetzt auf Rang 3. Naja, wir haben jetzt den Bauplan hier gelernt. Gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich bestimmt nicht mehr... Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe allerdings jetzt keine... Warte mal, der ist doch hier gewesen. Hä, aber... Das ist ja blöd, da verändert sich ja gar nichts, wa? Das ist ja doof, die ist jetzt auf Rang 3. Aber in den Turm komme ich auch immer noch nicht rein. Ich wollte in den Turm eigentlich auch mal reingehen. Aber verändert hat sich nichts. Ach, das ist ja blöd. Ich dachte tatsächlich, dass das dann hier noch ein bisschen sich umändert. Vor allem, was mich wundert, ist, dass ich hier in diesen Turm einfach nicht reinkomme, ne? Ja, vielleicht ist ja von Blizzard so vorgesehen gewesen, dass man da nicht reinkommt. Eigentlich schade. Gut, dann will ich mal gucken, dass ich mir jetzt mal so einen Träger baue. Wie lautet euer Befehl? Schlachtschiff, Transporter, Trägerschiff. Ich habe keine Garnison-Ressourcen. Scheiße. Och man, 50 Stück fehlen mir. Eine Stunde ist sie fertig. Naja. Gut, also auf jeden Fall. Sonst muss ich gleich mal gucken. Flotte. Ach gut, ich kann jetzt 2 zusätzliche Schiffe bauen. Naja. Ist auch nicht so der Renner, ne? Nicht der Renner. Gibt es ja noch neue Missionen? Nö. Wie lange dauert die? Oh, 4 Stunden. Naja, gut. Den Träger, sobald ich die Mission habe, dann bastel ich das hier zusammen, dann schneide ich das Video zusammen und gut. Also würde ich sagen, sehen wir uns wieder, sobald ich die restlichen Garnison-Ressourcen habe. Also, bis dahin. Oder bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt stehe ich hier bei, oh, wie heißt der auch noch? Solok Rock. Und kann jetzt endlich den Träger bauen. Was jetzt?
Die Sache ist die, es wird natürlich dauern, weil 2 Stunden. Ich habe keinen Werfbeschleunigungsplan, wobei ich gleich mal gucken könnte, was der kostet. So, dann Arbeitsauftrag starten. So. So ein Träger. 2 Stunden dauert das, aber... gucken mal gerade, es gibt nämlich auch alle Aufträge dafür zu kaufen. Ich weiß nur nicht, ob ich dafür jetzt auch noch gar nicht so Ressourcen brauche oder. Beste Angebote weit und breit. Ja, 500, die habe ich momentan einfach nicht. Die letzten Tage waren dadurch, dass ich immer. Man muss ja auch die Aufwertung fürs Schiff, muss man ja auch gar nicht so Ressourcen für verwenden. Und, leider ist es so, dass die immer wieder muss man einfach beigehen und muss es umändern und man kommt da einfach nicht mehr hinterher. Der Vorteil ist gewesen, dass ich natürlich mit den anderen die Holzwerkstatt gebaut habe, aber bei dem hier dachte ich mir, dass ich eben Pelz eher brauche. Ne? Also hatte ich mir ja nun mal diese Kirschner-Werkstatt da geholt. Aber was ich euch eben noch zeigen kann, ist, es hat sich tatsächlich was verändert mit Werftstufe 3. Was Wesentliches, und das ist nämlich das hier. Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass mein Tisch nicht mehr hier in der Mitte steht. Und das kommt daher, weil jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich mich den Werftisch hier auch. Und hier schon das Problem, dass ich jetzt hier schon wieder umbauen müsste. Und dafür habe ich einfach die Garnison-Ressourcen momentan nicht. Das heißt, die kann ich erst morgen starten. Naja. Das hätten wir soweit. Dafür können wir natürlich noch... ich werde jetzt die hier noch starten. Dann habe ich das schon mal. Weil wenn man je mehr man von dem macht, ich mir natürlich auch einen Erfolg. Und wir sind ja auf Erfolge aus, also machen wir die auch immer weiter und immer weiter. So, dann hau ich auch mal gerade. Ja, Harrison Jones steht übrigens auch hier, aber irgendwie, naja, der befallene Ork haben wir ja schon mal gehabt, ne, vor ein paar Jährchen. Tja, und ich mache auch zurzeit einfach keine Aufträge, weil es einfach nicht passt, sonst komme ich mit der Werft nicht hin. Mit der Werft ist mir momentan noch wichtig, weil wir eben die legendäre Quest da ja noch drin haben. Die ist richtig beschissen, weil so, die kann ich jetzt aber auch nicht anzeigen, ne? Weil da halt eben auch wieder dieser Mist ist mit kann ich mir auch gar keine andere anschauen, oder? Warte mal, vielleicht kann ich euch das zeigen. Erfahrener Kapitän heißt das, da ist halt eben immer am besten, wenn man dabei geht und alle Schiffe einfach mit unsinkbar ausstattet, weil dann hat man die Chance, dass es nicht kaputt geht. Da ist halt eben auch erfahrener Kapitän dabei und wollte ich jetzt alle drei damit ausbauen. Naja, wird halt noch dauern. Aber dafür können wir jetzt schon mal an die Rufverarbeitung gehen und kommen dann auch unserem Pirscher näher, unserem Pfadfinder. Ja, das wäre erstmal dazu. Ich warte jetzt noch 2 Stunden, bis sie fertig ist und werde das dann nochmal hin dran hauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder gleich oder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao und ja, mittlerweile gute Nacht, kann man schon sagen. Also, schlaf gut, gute Nacht.